29. Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Danke, dass Sie kommen konnten, trotz Omikron. Das hat heute unser Auditorium ein bisschen dezimiert, muss jetzt zugeben. Schön, dass Sie da sind. Endlich wieder in Präsenz. Ein Marketing-Club-Abend. Also zuerst einmal Hallo an alle Marketing-Club-Mitglieder. Schön, euch zu sehen. Jetzt gehen wir es wieder an. Ja. Aber ja, ein herzliches Willkommen an die Mitglieder der Wirtschaftskammer, der Sparte Information und Consulting. Warum das? Weil das eine Kooperationsveranstaltung ist. Wir haben uns wiedergefunden, so verstehe ich das, mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich, mit der Interessensvertretung, mit der Sparte, die uns natürlich als Club am nächsten steht. Und wir haben uns in ein neues Format gewagt. So haben wir gesagt, haben Vorträge gut, Fieldtrips, Exkursionen auch gut. Dann haben wir natürlich Spezialveranstaltungen, Großveranstaltungen auch gut. Aber jetzt müssen wir ein bisschen eine Diskussion und kritischen Diskurs hineinbringen. Also ein bisschen ein Testballon, den wir heute fliegen lassen. Auch ein ganz herzliches Willkommen an unsere Studierenden, die im Rahmen des Praxisdialogs hier sind. Das ist eine, sagen wir mal, eine Submarke der einzelnen Veranstaltung des Marketingclubs Linz und auch eine Veranstaltung am Institut für Handel, Absatz und Marketing. Also wir bringen etliche Teile zusammen heute. Was erwartet Sie ganz kurz nur? Begrüßende Worte von mir, von Dr. Schumacher und vom Herr der Manege, vom Herrn Berg, der ein bisschen was zum Zirkus des Wissens, in dem wir heute sein dürfen, sagen werden. Ganz, ganz spannend, etwas wirklich Einzigartiges, nicht nur in Linz, sondern ich würde auch sagen in Österreich. Sucht seinesgleichen und ein bisschen Schaum gebremst durch Corona, aber jetzt geht es auch hier richtig los. Bin auch gespannt, was uns da erwartet. Genau. Danach darf ich ein paar Studienergebnisse präsentieren. Hier mein Dank an unsere Assistentinnen und Assistenten, die in den letzten Tagen und wahrscheinlich auch Nächten daran gearbeitet haben. Die Daten sind so frisch, dass sie noch richtig warm sind. Und da geht es eben um Effektivitätsmessung der einzelnen Corona-Impfkampagnen. Ja, auch ganz interessant, denke ich. Also ein bisschen als Appetizer, als Teaser für die Podiumsdiskussion. Und ich bedanke mich beim Peter Buckmüller, der trotz mehrerer Terminkollisionen heute sich bereitgestellt hat, heute die Diskussion zu leiten mit Experten aus der Kommunikation, die wir online haben, aufgrund von Corona, der Medien bzw. des strategischen Managements Marketing. Ja. Also genaueres dazu wird der Peter Bruckmüller dann Ihnen noch sagen. Also soweit von meiner Seite. Ich bin nicht der Hausherr, aber stellvertretend für die Johannes Kepler Universität und ich gebe weiter an meinen kongenialen Partner des Abends, ja, Christoph Schumacher. Bitte. Dankeschön. Lieber Professor Teller, lieber Christoph, du hast gesagt, wir haben uns wiedergefunden. Ich sage mal so, wir haben uns gefunden. Ja. Bin froh, dass wir also hier auch wirklich diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis haben können. Wobei ich sage es jetzt mal so, der Professor Teller ist für mich extrem praxisnah. Ja? Und das genieße ich immer sehr, sozusagen genau diese Diskussionen, diese Gespräche zu führen. Und wir sind irgendwie draufgekommen, dass wir gesagt haben, wir sollten eigentlich mehr miteinander machen. Ja? Bei uns in unserer Sparte 20.000 Mitgliedsbetriebe, 20.000 Unternehmen aus der wissensbasierten Wirtschaft. Das heißt, unser Job ist es eben, genau mit Wissen sozusagen die Wirtschaft zu bewegen. Darauf sind wir stolz. Da glaube ich, geben wir Oberösterreich einen richtig guten Schub. Und wenn wir natürlich jetzt auch mit dabei sein dürfen, hier im Zirkus des Wissens, und wenn wir dann ein spannendes Thema gemeinsam bearbeiten können oder eben unser,
hochkarätiges Podium hier vor Ort und eben auch online, weil eben Corona-bedingt macht mir das richtig Spaß, macht mir das richtig Freude. Zum Thema, vielleicht ein ganz kurzer Rückblick aus der Kommunikation. Ich bin ja selber ein Kommunikationsunternehmen. Vor vielen Jahren haben wir alle gelernt, weg vom Marktschreierischen hin zum Glaubwürdigen, hin zum Glaubwürdigen, hin zum Authentischen und in den letzten Jahren authentisch interaktiv zu arbeiten, sozusagen weg vom One-Way-Channel hin zum Interactive-Channel. Ist alles gut. Wir haben das gelernt, sozusagen. Es sollte keine Mogelpackungen geben, man sollte immer genau sich auf die Tatsachen berufen, man sollte eben das glaubwürdig kommunizieren. Und jetzt haben wir auf einmal die Situation, glaubwürdig zu kommunizieren mit einer volatilen Wahrheit. Weil wenn Sie sich selber vor Augen führen, die Wahrheit rund um die Pandemie vom ersten Moment bis heute ist eine bewegliche Wahrheit. Sie verändert sich ständig. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Wie geht man genau mit dieser Volatilität um? Wann bin ich glaubwürdig und wann bin ich schon wieder runtergefallen vom Teller der Glaubwürdigkeit? Und genau dafür, muss man ganz klar sagen, haben wir auch in der Kommunikation vielleicht noch nicht die richtigen Rezepte, mit so etwas umzugehen. Bin gespannt, sozusagen, was das Podium heute dazu sagt, wie man das, und eines ist klar, das wird nicht die letzte Gelegenheit sein, um sich sozusagen hier auszuzeichnen und eben die entsprechenden glaubwürdigen Botschaften zu vermitteln. Wie stellen wir uns da auf? Was sollten wir tun? Wie sollten wir in Zukunft sein? Und vor allem, was sollten wir denjenigen raten, die ja in so einer Situation stellvertretend für uns Entscheidungen treffen und dann stellvertretend für uns auch in der Öffentlichkeit stehen? Bin sehr gespannt. Finde das ein richtig tolles Format. Abgesehen davon, die, die hier sind, die können es genießen. Die, die online dabei sind, sehen es vielleicht als Ausschnitten. Der Zirkus des Wissens ist wirklich extrem beeindruckend. Ja. Und ich glaube, ich darf jetzt gleich weitergeben an den Hausherrn des Zirkus des Wissens. Und ich ziehe mich jetzt kurz zurück. Noch kurz zur Kultur, da muss man sich nicht denken, ah, das ist nur für die, die trocken arbeiten. Hört man mich nicht? Ich kann auch ohne Mikrofon sprechen, man wird sich wahrscheinlich. Die Akustik ist sehr gut hier. Ja, ich weiß, für online. Aber ich bin ja schon alt. Das ist online. Ja, also willkommen auch online. Ich hoffe, ihr werdet bald mal diesen Raum besuchen. Also dieser Raum ist ein Ort für Auseinandersetzung und für Wissenschaftsvermittlung mit den Mitteln von Kunst und Kultur. Und im Moment arbeite ich, indem ich mich bemühe, alle mehrere tausend Wissenschaftlerinnen, die hier arbeiten, eins nach dem anderen kennenzulernen. Das wird nach eine Weile dauern, aber es sind alle eingeladen, nicht dass man sich fragt, ah, da wird nur diese Wissenschaft dran sein, sondern das, was ihr macht, ist genauso spannend, genauso interessant. Und ich hoffe, dass dieser erste Abend auch ein Gefühl gibt, dass man hier willkommen ist und dass man gerne gemeinsam über Projekte nachdenken kann.
Und meine Arbeit jetzt ist die Wissenschaftlerinnen, die ich treffe und mit denen wir Ideen haben, mit wunderbaren Künstlern und Künstlerinnen zusammenzubringen, wo ich denke, das macht Sinn, da könnte etwas sehr Spannendes dabei herauskommen. Und das können wir für junge Menschen spielen, aber auch für jung gebliebene Menschen und Menschen, die nicht mehr so jung sind. Und das Haus hat drei Säulen und das Letzte, was ich erzählen werde, damit die tatsächliche Diskussion dann beginnen kann. Die eine Säule ist, dass professionelle Künstlerinnen mit professionellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Studierende gemeinsam arbeiten und künstlerische Projekte, künstlerische Interventionen schaffen, die sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch einen Wert haben. Die zweite Säule ist, dass wir da mit partizipatorischen Mitteln auch Bürger und Bürgerinnen, sogenannten Citizen Artists oder Citizen Scientists einladen, an solchen Prozessen teilzunehmen und auch an der Präsentation dieser Projekte. Und die dritte Säule ist mehr eine Workshop-Säule für die sich vielleicht noch nicht auf die Bühne trauen, dass die in Workshop-Prozessen über die Arbeit und die Forschungen, die hier an dieser fantastischen Universität stattfinden, so teilnehmen können. Es soll ein inklusiver Ort sein und wir werden auch viel mit Gebärdensprachübersetzungen arbeiten, mit Audio Description arbeiten, damit jeder und jede sich hier willkommen fühlen und als Art von wirtschaftlicher also Gleichnis zu schaffen, wird es keine Kartenpreise bei Veranstaltungen geben. So, wir machen alles pay as you can, damit sich jeder und jede dieses Haus und diese Arbeit, die wir hier machen, auch leisten können, um einfach ein anderes Denken über auch, wie man mit Wirtschaft und Preise und Wert umgehen. Alles ist Kommunikation. Wir müssen auch das kommunizieren und vermitteln. Und deshalb freue ich mich, dass es jetzt auch um Kommunikation geht. Schön, dass ihr da seid und ich hoffe, wir sehen uns in anderen Kontexten hier und anderswo wieder. Vielen herzlichen Dank. Willkommen. Herr Direktor Berg, vielen herzlichen Dank für die Zirkusdirektor. Ja, in Österreich sind viele Direktoren. Ja. Ich bin auch Programmdirektor zum Beispiel. Ja. Ja, danke vielmals. Ich bin schon gespannt, was passiert. Ja. Und ich hoffe, dass wir oft hier sind. Das war mein erster Eindruck, wo ich das erste Mal reinkommen bin. Ich war sehr skeptisch am Anfang, eher konservatives Gemüt, das ich bin. Ja. Und da habe ich gesagt, was braucht die Uni? Einen Zirkus. Und ich bin da reingekommen und habe gesagt, das ist es. Unglaublich. Der Raum überzeugt. Gut, ich darf Sie beglücken, unter Anführungszeichen, mit ein paar Einblick, empirischer Einblick. Weil wir gedacht haben, wenn wir diese Diskussion führen, wäre es doch auch nett, den Österreicher, die Österreicherin auch zu Wort zu lassen. Und es gibt viele Unkenrufe, was die Impfkampagnen anbetrifft. Und es gibt andere, die sagen, es ist total super, was ist jetzt die Wahrheit? Ne? Und wir im Marketing haben uns ja verschrieben, dass man sagt, der Wurm muss ja nicht den Fischer schmecken, sondern eigentlich den Fisch. Wenn man jetzt von der Impfpflicht spricht und dieses Sprachbild weiterspinnt, sind wir jetzt letztendlich beim Dynamitfischen angelangt. Das heißt, irgendwie kriegen wir die Fische zum Schluss. Aber das ist auch eine Komplikation in diesem Kommunikationsprozess. Und was ich damit meine, werde ich Ihnen gleich erläutern. Ja, also wie gesagt, nochmal die Agenda, was Sie heute erwartet. Nochmal vielen herzlichen Dank an die Assistentinnen und Assistenten, die Frau Amsli, Frau Schwendner, die Frau Meier und der Herr Obermeier, die das wirklich in kürzester Zeit, 4 Tage war, glaube ich, der Durchlaufzeit von dieser Studie, wahnsinnig gut gemacht haben, inklusive qualitative Datenauswertung. Und das ist irgendwo mit das, mit dem ich starten möchte. Und ich glaube, es ist hochinteressant. Die Einwegkommunikation, Christoph, die du angesprochen hast, bekommt jetzt eine ganz andere Dimension, wenn man sich die Plakate anschaut. Mir ist bewusst, es hat mehr als Plakatkommunikation gegeben in unterschiedlichsten Kanälen, das werden wir später sehen. Und wie viel Interaktion da stattgefunden hat, ist ja eigentlich wirklich interessant. Ein ganz, ganz klassisches Medium der Plakatwerbung. Ja. Und ich habe vom Cyril Parkinson, ein britischer Historiker, ein tolles Zitat gefunden, das eigentlich die Problematik dieser Kommunikation aufgreift. Er sagt, ein Vakuum geschaffen durch fehlende Kommunikation fühlt sich in kürzester Zeit mit falscher Darstellung,
Gerüchten, Geschwätz und Gift. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf man zurückblickt, dass man sagt, haben wir genug kommuniziert, haben wir das Richtige kommuniziert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die nächsten Ergebnisse zeigen werden. Etwas, das, jetzt werden Sie es ein bisschen, jetzt wird es wahrscheinlich reißen, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben, das ist das einfachste Kommunikationsmodell. Es geht nicht auf Kotler zurück, das weiß ich, konnte ich aber jetzt nicht eruieren, wo das wirklich herkommt. Er propagiert es. Und ich will jetzt Ihnen nicht erklären, wie Kommunikation funktioniert. Ich möchte Ihnen nur sagen, das hier in der Mitte ist ja der Feind jeglicher Kommunikation. Das, was stattgefunden hat in der Kommunikation, ist ja vergleichbar, wie wenn Sie mit jemand eine gepflegte Konversation, eine Kommunikation durchführen auf einer Baustelle, wo daneben jemand mit dem Presslufthammer arbeitet. Über die Störsignale, seien das jetzt die Berichterstattungen, über die Impfproteste, über politische Skandale, wo die einzelnen Sender dieser Kampagnen ja auch irgendwo involviert waren. Man sieht, es war wahnsinnig viel Noise in dieser Kommunikation. Also Hut ab für jeden, der diese Aufgabe auf sich genommen hat und versucht hat, eigentlich eine einfache Botschaft an Herr und Frau Österreicher zu bringen. Genau. Was wir nicht wollten, ich möchte anfangen damit, was wir nicht wollten. Wir wollten keine Kampagne, eine Wirkungseffektivitätsmessung einer speziellen Kampagne machen. Es geht nicht darum zu sagen, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht, sondern es geht insgesamt um die Kommunikation. Und deswegen haben wir auf die Recognition, also auf die Wiedererkennung verzichtet und haben uns endlich mit dem Goldstandard der Kommunikation, der Kommunikationseffektivität, dem Recall, also der Erinnerung, als Anker dafür entschieden. Also was ist, wenn ich Sie ungestützt frage, an was können Sie sich erinnern? Das Sample ist letztendlich etwas über 1000, aber natürlich sind viele rausgefallen, die sich an gar nichts erinnern können, also ungefähr 20%. Also wir sprechen jetzt von etwas, das basierend ist auf einem Sample, die sich an etwas erinnern können und das auch verbalisieren konnten in den ersten beginnenden offenen Fragen. Und ganz großes Dankeschön an Herrn Obermeier, der sich da mit der qualitativen Software auseinandergesetzt hat und die Kategorisierung durchgeführt hat. Und das ist so jetzt im Sukkus eigentlich, was jetzt hängen geblieben ist bei den Österreichern und Österreichern, die befragt wurden, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Wohnort. Ist auch ganz gut von der Impfquote her repräsentiert. Auftraggeber, erstens Bund, Land und dann Rotes Kreuz, Gesundheitsministerium. Wie gesagt, das ist die Wahrheit der Respondenten. Und das wissen wir im Marketing, es ist wurscht, wie es ist. Es geht darum, wie es wahrgenommen wird. Wo haben Sie es gesehen? Die Medien? Ganz interessant, das kommt jetzt dann gleich nochmal. Es sind die klassischen Medien. Also Social Media, das ist etwas, das in den niedrigeren Rängen vorkommt. Und die Botschaften, und da muss man jetzt natürlich denen sagen, die das gemacht haben, ist so ziemlich das Wichtigste in diesem Kontext. Impfen lassen, impfen schützt und impfen aus Solidarität. Also so gesehen kann man sagen, well done. Basierend auf dem, was die Damen und Herren, die aus dem Panel waren, wahrgenommen haben, war dann die Fragestellung, wie bewertet man das? Ja, also die Attitüde, die Einstellung gegenüber dem, was Sie gesehen haben und hier ein paar Ausschnitte, das sind, wie gesagt, das sind die Top-Level-Results, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Wenn Sie nach rechts schauen, sehen Sie Symbole, sehen Sie eine Spritze. Ja, das ist immer, dann haben wir natürlich auch einen Gruppenvergleich gemacht, die geimpft sind, das ist die Spritze. Wenn der Pfeil nach oben zeigt, dann ist das immer positiver wahrgenommen, ist die Zustimmung höher. Wenn es nach unten zeigt, ist es genau umgekehrt. Also wenn Sie die Spritze sehen und nach oben, dann sagt die geimpft sind, ja, das haben wir natürlich auch erfragt, die haben das noch positiver. Da ist der grüne Balken noch größer und signifikant größer. Wenn Sie einen Mann, das ist wirklich politisch nicht ganz korrekt, mit Brille sehen, ja, das ist repräsentativ für die älteren Kohorten. Also die Älteren haben in dem Fall, was war das? Ich sehe Impfkommunikationskampagne als sehr positiv, ja, noch positiver wahrgenommen. Ja. Vielleicht ganz einfach zu mitlesen, wenn wir nicht immer Bezug drauf nehmen. Wenn Sie einen schwarzen Balken sehen rund um das Barchart, dann ist das der Winner und der rote der Loser. Und bitte einfach der Farbenpsychologie zu folgen bei der Interpretation. Hier werden nicht immer die Prozentwerte
kommentieren. Aufpassen, das Glas kann man immer halb voll und halb leer betrachten. Ich bin jetzt eher ein positiver Mensch, ich werde mich eher auf das Grüne beziehungsweise, wenn es ganz groß ist, auf das Rote beziehen. Also insgesamt Einstellung, Attitüde, drei unterschiedliche Indikatoren, die das messen. Die Impfkommunikation ist eine gute Sache. Ja, große Zustimmung, über 60%. Wunderbar. Ich höre, sehe die Impfkommunikationskampagnen gerne. Das heißt, es ist sinnvoll, ja, aber so wirklich geliebt wird es nicht. Der Enthusiasmus fehlt da ein bisschen, wenn man das so sehen soll. Insgesamt wird es positiv wahrgenommen. Das zweite ist Zufriedenheit mit in unterschiedlichsten inhaltsbezogenen Dimensionen der Kampagnen. Das große Plus ist bei der Verständlichkeit, und da wissen wir immer, bei der Kommunikation ist Verständlichkeit das Um und Auf. Ja? Das Negative ist Fakten zur Impfwirkung, Prüfbarkeit der Inhalte. Und natürlich jemand, der Kommunikation macht, weiß sofort, gewünscht ist eigentlich eine zweiseitige Argumentation. Das ist super, aber in gewisser Art und Weise doch nicht so. Das ist jetzt leicht gesagt, in der Kommunikation das umzusetzen, eine zweiseitige Argumentation, die grundsätzlich überzeugender wirkt als eine einseitige Kommunikation. Impfen ist super, ja, vor allem bei gebildeteren Schichten ist irrsinnig schwierig. Aber hier sind die niedrigsten Zufriedenheitswerte. Seht ihr das? Gesprächsstoff, das ist ja das, was sich jeder Kommunikator wünscht. Du sagst was zu jemandem und der redet dann darüber weiter. Ja. Und hier sieht man eigentlich ganz gut, ganz interessant, dass der Unterschied inhaltlich schwarz und rot bei den Kasteln eignet sich gut als Gesprächsstoff. Da steht nicht, dass es positiv als Gesprächsstoff dient, aber als Gesprächsstoff. Und das ist grundsätzlich was Gutes. Ja? In der Kommunikation, wenn du im Gespräch bist, aus welchem Motiv noch immer, du bist im Awareness-Set, im Relevance-Set, bist du drinnen und das ist gut. Und das Schöne ist, wenn man sich den roten Balken anschaut, dass man sagt, nicht begeistern tut es mir aber nicht. Ich rede drüber, aber so richtig begeistert davon bin ich nicht. That's the job, I would say. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt noch vielleicht noch mal ganz kurz mal auf die Symbole gehe. Meistens ist es so, dass es für die Geimpften diese Wirksamkeit höher ist. Nona nicht. Ja, jetzt sind wir bei der Wirkungsmessung und das ist wahrscheinlich das Interessanteste und ich komme gleich zum Ende. Das Interessanteste, was du willst mit der Kommunikation, ist ja unterschiedlichste Stufen dieser Wirkungspyramide zu erklimmen. Das Erste ist, dass du überhaupt sagst, hallo, da ist was, Aufmerksamkeit, hier passt auf, impfen und denkst mal drüber nach. Das Zweite ist, den Weg weitergehen und sagen, dass auch Interesse schaffen, Interesse in Wünsche überzuführen und letztendlich ja das Ziel, dass sich die Damen und Herren Österreicher impfen lassen. Und Sie sehen natürlich, je weiter man über diese Pyramide hinaufklettert, desto geringer wird eben dieser Zustimmungswert. Jetzt muss ich etwas dazu sagen, verhaltensändernde Kommunikation ist sicher das allerschwerste Ziel, das zu erreichen ist, dass man wirklich ein Verhalten ändert. Wir sprechen hier vom Social Marketing. Bitte nicht zu verwechseln mit Social Media Marketing, sondern Social Marketing in unseren Breiten nicht so sehr, sage ich mal, auch gelehrt an den Universitäten. Dort, wo ich war, in den ersten Jahren in Schottland, hat es ein Top-Institut gegeben, das sich nur mit dem beschäftigt. Social Marketing ist nichts anderes als alle Marketingmaßnahmen, die das Verhalten von Menschen ändern, zu dem besseren, größeren Wohl anderer Individuen und der Gesellschaft insgesamt. Ja? Okay, gut. Also, Aufmerksamkeit, ja, etwas weniger als die Hälfte ist dadurch aufmerksam geworden. Ein Ergebnis, das ich nicht zeige. Viele haben die Kommunikation erst gesehen, nachdem sie geimpft waren. Also ungefähr ein Drittel gewesen. Auch interessant, ja. Und etwas, also jeder Achte hat dann letztendlich sich auch impfen lassen. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Hintergrund des Neues, der Schwierigkeit der Kommunikation, ist das aus meiner Sicht eine beachtliche Größe. Wahrnehmung, Meinung der Respondenten. Ja. Das haben wir jetzt nicht, gekoppelt mit tatsächlichen Verhaltenswerten. Ja. Aber gut, best estimate. Sie sehen interessant auch, bei den Älteren hat es mehr gewirkt als bei den Jüngeren. Und insgesamt natürlich bei den Geimpften natürlich auch. Und bei den Frauen war das mit dem Verhalten schlecht ausgeprägt. So, gut. Letzten 5 Folien ganz schnell.
Jetzt haben wir natürlich auch evaluiert, basierend darauf, was sie gesehen haben, was die Respondenten erfahren haben. Und wir wissen, dass sie es getan haben, weil sie es ja entsprechend verbalisieren konnten. Weil sonst wären es nicht in dem Sample. 5 Dimensionen mit insgesamt über 40 Ausprägungsformen haben wir eigentlich einfach evaluiert nach der Wichtigkeit für die Respondenten und Respondentinnen. Das erste ist der Auftraggeber. Wer sollte, wer ist denn wichtig als Auftraggeber einer solcher Kampagne, die auch identifiziert wurde? Und jetzt werden Sie natürlich sofort sehen, bei den schwarzen Umrandeten, das sind Menschen, denen eine gewisse Kompetenz zugesagt werden kann im medizinischen Bereich. Also ich weiß nicht, ob unter Professoren natürlich jetzt auch die Betriebswirtschaftsprofessorinnen und Professoren gemeint sind. Wenn ja, fühle ich mich geschmeichelt. Ja. Aber über medizinische Fakten haben wir relativ wenig Ahnung. Ja. Aber da geht's um Positionen, da geht es um Kompetenzen der unterschiedlichen Berufssparten oder beziehungsweise Interessensvertretungen. Interessant auch hier, Sozialversicherung. Ich war lange in Großbritannien, höre bis heute viel britisches Radio. Der Absender der Covid-Botschaften ist immer die NHS, die Sozialversicherung, der National Health Service. Wenn es da schlecht geht, gehst du NHS, entweder zum Medical Center von der NHS oder zum Hospital von NHS. Das ist der Friend in Need, Wenn es da schlecht geht, die NHS ist da für dich. Und damit natürlich der perfekte Adressat, Auftraggeber von den Kampagnen. In Österreich haben wir es in dem Ausmaß nicht. Sozialversicherung ist der, die mir was abzieht am Ende des Monats vom Gehalt. Okay, gut. Inhalt, was war wichtig? Ja, Verständlichkeit wiederum. Und das Interessante ist Humor. Humor scheint nicht zu funktionieren. Humor in der Kommunikation ist wirklich ein guter Transporteur für schwierige, sensible Sachverhalte. Dürfte in dem Kontext im Vergleich zu den anderen Dimensionen nicht so wirken. Ja. Personen, die Botschaft transportieren in den einzelnen Kampagnen, auch hier sieht man wieder ganz klar, es geht um Expertinnen und Experten aus den Medizinwissenschaften beziehungsweise die Peers, also welche Erfahrungen hast du? Ja. Und Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, werden nicht als vergleichsweise nicht so wichtig gesehen als Träger der Information in den Kampagnen. Erscheinungsort, da sind wir bei den Medien, ganz interessant, die klassischen Medien. Die klassischen Medien, wir haben vorher diskutiert mit dem Christoph Schumacher, da geht es sicher auch um natürlich die Glaubwürdigkeit der einzelnen Medien. Der Herr Marschall wird jetzt erfreut haben mit mir, weil es ist natürlich die Zeitung ganz vorne da dabei, ja, weil natürlich da ist ein redaktioneller Teil dabei. Ja. Das ist der ORF, da ist irgend so, also eine Review-Schleife drin, wenn man so will. Ja. Der wird halt mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen als zum Beispiel in Social Media. Aber wenn man jetzt fragt, deshalb präsentiere ich jetzt nicht, man sagt, was wird wichtiger für dich in der Zukunft, dann kommt Social Media schon sehr wohl aufs Radar. Ja. Aber in dem Fall sind es die klassischen Medien. Zeitpunkt, letzte Folie von meiner Seite, interessant. Leute sagen öfters, im Moment läuft ja ein Powerplay, das wissen wir alle, egal welches Medium sie konsumieren, es läuft im Powerplay und trotzdem sagt, es soll öfters. Ja, es ist wichtig, dass es oft läuft. Ne? Also das irgendwo, ja. Und das zweite ist anlassbezogen, ganz interessant, dass es sagt, naja, es soll dann geschalten werden, wenn die Bettenbelegung auf den Intensivstationen ja, ein bisschen prekär wird. Interessant. Also Sie denken mal an diese Blutspendekampagnen, das kennt wahrscheinlich jeder, ja. Wenn Grippezeit ist, dann kommen plötzlich diese Blutspendeaufrufe, diese Image, diese Kampagnen des Roten Kreuzes, sagt, hey, geht spenden und wir brauchen jetzt A, B, negativ oder was auch immer, weil aufgrund der Grippesituation haben wir zu wenig Spender. Gut, so viel von meiner Seite, können wir nachher gern noch drüber reden. Top-Level-Results, wir sind jetzt nicht in die Segmente reingegangen. Wir werden das noch extra präsentieren, aber ich hoffe, da war was dabei, das interessant war. Herr und Frau Österreich haben gesprochen. Dankeschön. Peter, bitte. Ja, schönen Dank, Christoph, für die Ausführungen zu dieser empirischen Studie.
Ich darf zunächst einmal ganz kurz vom Podium, das unten ist und nicht oben, wie oft ein Podium ist, in die Runde grüßen und herzlich willkommen sagen. Herzlich willkommen sagen auch an unsere beiden Mitdiskutanten zu Hause und die Runde kurz einmal vorstellen. Zu meiner Linken Positionierungsexperte Michael Brandner, herzlich willkommen. Zu meiner Rechten stellvertretender Chefredakteur, Leiter des Wirtschaftsressorts Dietmar Mascher. Und zu Hause, leider durch Corona an zu Hause gebunden, Geschäftsführer von Bulb Media, Paul Lanzersdorfer. Den haben wir vorhin schon gesehen, kurz, glaube ich. Gell? Ja. Und Geschäftsführer von Matern Kreativbüro, Günther Matern. Herzlich willkommen auch den beiden Herren, dass sie trotz ihrer Situation an der Diskussion teilnehmen. Die beiden Herren hören uns. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Wir sehen Sie auch. Perfekt. Ich darf in einer ersten Runde vielleicht mal die Erkenntnisse aus der vorgestellten Studie teilen mit den Teilnehmern der Gesprächsrunde, um einfach einmal zu reflektieren, was denn aus Ihrer Sicht hier die wesentlichen Erkenntnisse sind für Sie persönlich, was Sie hier gesehen haben an Ergebnissen, wie weit Sie das mit dem deckt, was Sie erwartet haben vielleicht, was die Kommunikation zur Impfkampagne geschafft hat oder möglicherweise auch sich gar nicht gedeckt hat und Sie positiv oder negativ überrascht waren. Darf ich vielleicht bei Ihnen, Herr Brandner, gleich beginnen? Okay, ja, herzlich willkommen. Aus Markensicht oder aus Werbesicht hat die Studie de facto eigentlich meine Erwartungen total bestätigt. Weil Werbung kann am besten Meinungen bestätigen. Es ist praktisch die Meinung der Impfbefürworter bestätigt worden, was in den Zahlen sehr schön zeigt. Es ist die Meinung der Skeptiker bestätigt worden und es ist die Meinung der Impfgegner bestätigt worden. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit bei der Art von Kampagne. Und auch der Fehler wahrscheinlich in vielen Bereichen, man war zu senderorientiert und zu weniger empfängerorientiert. Weil eigentlich hätte man die Kampagne total auf die Unentschlossenen fokussieren müssen, weil das war eigentlich die einzige Zielgruppe, die man wirklich erreichen konnte. Weil die, die fürs Impfen sind, hat man bestätigt und wahrscheinlich bei denen, die gegen das Impfen sind, wie ja die beschmierten Plakate gezeigt haben, hat man Gegendruck aufgebaut. Mhm. Und das war aus meiner Warte, aber im Großen und Ganzen zeigt die Studie sehr schön die Wirksamkeit der Werbung, nämlich, dass sie sehr gut Meinungen bestätigen kann. Wir werden dann noch auf diverse Aspekte der Kampagne eingehen. Danke für diesen ersten Einstieg, Dietmar Mascher. Das Ergebnis der Studie deckt sich mit den Erfahrungen, die wir als Medien gemacht haben, weil wir ja auch Botschaften gesendet haben und das Feedback unserer Leserinnen und Leser bekommen haben auf die Impfkampagnen, aber auch darauf, was wir geschrieben und auf Nachrichten.at und übers Fernsehen gebracht haben. Mir ist ein besonderer Punkt aufgefallen, der Wunsch nach diskursiver Information. Ist extrem oft geäußert worden nach uns gegenüber. Wir haben versucht, dem zu entsprechen, indem wir Fragen immer aufgenommen haben, Experten damit konfrontiert haben und diese Antworten gegeben haben. Tatsache ist aber, dass der Wunsch nach diskursiver Information meistens darauf hinausläuft, dass die hauptsächlich von jenen gefordert wird, die sich in ihrer Meinung bestätigt haben wollen. Also wir haben Abbestellungen bekommen von Leuten, die pro Impf waren, für die wir zu kritisch gegenüber der Regierung waren. Und wir haben Abbestellungen von Impfgegnern bekommen, weil wir zu sehr für die Regierung geschrieben haben. Also man sieht, wie unterschiedlich die Dinge wahrgenommen werden. Und darum muss man auch sagen, dass gerade diese Impfkampagne ein extrem schwieriges Thema war, weil sich, wie der Christoph Schumacher auch richtig gesagt hat, die Wahrheiten ständig verändert haben oder zumindest die Fakten, auf denen man sich berufen konnte, weil ja, denn der Herr Kurz gesagt hat, naja, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels, das wird mir heute besonders vorgeworfen, dann hat das aus damaliger Sicht möglicherweise sogar gestimmt, aber da war noch nicht absehbar, dass eine Variante des Virus ganz anders wieder wirkt und dasselbe gilt auch jetzt für die Impfpflicht, aber das können wir vielleicht im Anschluss noch besprechen. Herr Lanzersdorfer. Ja,
Also ich habe die Ergebnisse der Studie sehr, sehr interessant gefunden und mich hätte gleich das diskursive Information aufgreifen, weil was ich ganz, wo ich gleich nachfragen wollte, ist, was mit Social Media Marketing gemeint ist. Weil wenn es bei Social Media Marketing um die Social Media Ads geht, dann ist im Prinzip das nicht recht viel anders wie irgendeine Bannerwerbung, die halt im Social Media läuft, wo kein Diskurs möglich ist. Aber wenn Social Media Marketing in Diskursform geführt wird, dann ist das wahrscheinlich eines der wenigen oder wäre das eines der wenigen Medien gewesen, wo das richtig möglich gewesen wäre. Nämlich da gibt es einen direkten Rückkanal, auf den ich dann auch wieder antworten kann. Das hätte ich sehr spannend gefunden in der Studie, wenn man das noch herausfinden hätte können, wie das wahrgenommen worden ist von den Befragten. Ob das rein die Monologwerbung war oder die Dialogwerbung. Haben wir dazu noch irgendwelche Erkenntnisse, Christoph, die du im Kopf hast? Okay. Wir schauen uns das an, ja. Herr Matern? Auch Sie haben uns. Ja, ja. Ich gehe 100%ig konform mit der Studie. Ich habe im Vorfeld zu diesem Thema, so in mir bin ich im Kopf durchgegangen, was ist mir in Erinnerung, also genau diese ungestützte Erinnerung, welche Kampagnen sind es, welche Medien sind es, das war diese erste Folie und das, was bei mir angekommen ist, deckt sich voll mit dieser Studie. Es sind die großen Medien gewesen, die Klassiker, Zeitung, TV, Plakat und insofern bin ich gar nicht überrascht von dem Ergebnis. Mir ist allerdings auch aufgefallen, also sozusagen es war noch nie so offensichtlich und noch nie so notwendig, dass wir die Kommunikation für ein Thema so sehr in Beziehung setzen müssen mit Rahmenbedingungen, die rundherum sind. Mit Politikverdrossenheit, mit Autoritätsverdrossenheit oder solche Themen, weil wir ja in Wirklichkeit nicht nur sprechen von inhaltlichen Botschaften, sondern wenn ich jetzt Gegner von Impfungen oder eben dann auch von Impfkampagnen anspreche, dann sind es ja nicht immer, wie wir wissen, oder meistens gar nicht fachliche Aspekte, sondern das können auch Protestwähler sein oder sowas in dieser Richtung. Und das ist sehr schwierig, sozusagen auseinanderzuhalten, was hat jetzt die Kommunikation für das Thema richtig gemacht und wo sind wir in der Kommunikation eigentlich völlig vorbeigeschoben, weil die Themen ganz, ganz andere sind. Und ein letzter Aspekt für die erste Runde. Mir ist aufgefallen, das Thema Humor ist ein paar Mal vorgekommen. Ich habe gefunden, es war wenig Humor in der Kommunikation vorhanden, was natürlich am Thema liegt. Besonders Erinnerung ist mir jetzt diese letzten TV-Kampagnen mit den drei Musketieren. Da ist Humor ein Thema. Und da bin ich allerdings der Meinung, sozusagen wieder an die Zielgruppe denkend, Menschen, die das witzig finden, sind eh schon längst geimpft. Okay. Vielleicht bleiben wir, Sie haben das in Ihren ersten Worten ganz gut ausgearbeitet, was Sie selbst, Sie haben an sich selbst gedacht, was Ihnen hängen geblieben ist. Vielleicht spinnen wir den Faden einmal aus dem eigenen Erleben weiter. Da ist natürlich einerseits das berufliche Erleben an dem, was wir tun alle in der Kommunikationsbranche, aber natürlich ertappt man sich auch vielleicht da oder dort einmal selbst dabei, aber wenn man sich jetzt auf das Thema vorbereitet, wie es also für den heutigen Termin zum Beispiel, dass man nachdenkt, was ist denn tatsächlich hängen geblieben und wie weit, auch wenn es rational ist und wir wissen, dass eine Werbung nicht nur rational wirkt, sondern ganz bewusst, ganz besonders auf der unbewussten Ebene. Aber wenn wir rational nachdenken, was sind Botschaften, die einen möglicherweise zumindest zum Nachdenken angeregt haben oder zur Diskussion angeregt haben? Naja, in Erinnerung bleibt meistens das, was einen gestört hat. Das ist eine Natur der Sache. Da fallen mir zwei, drei Dinge ein. Das eine war eine Kampagne des Landes Oberösterreich, wo darauf ermuntert wurde, den dritten Stich zu sich zu holen.
Das war kommunikationstechnisch, glaube ich, ein ziemlicher Reinfall, wurde auch rasch behoben. Mhm. Und das Zweite, was mir da, wenn wir den Fehlern sind, in Erinnerung geblieben ist, waren die Auswahl der Testimonials, die für die Impfung geworben haben. Da sind mir zwei in Erinnerung, die Jess Gitti und die Frau Gürtler vom Hotel Sacher. Ich behaupte jetzt einmal, das waren nicht die Würmer, die dem Fisch schmecken. Nichts gegen die Jess Gitti, nichts gegen die Frau Gürtler, die alle ihre Meriten haben. Aber die haben mich persönlich haben sie nicht angesprochen. Mhm. Und ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, naja, wegen der Jess Gitti gehe ich jetzt impfen. Und ich glaube, dass hier eine große Chance vergeben worden ist, weil gerade Testimonials, Prominente, schon sehr stark wirken. Und ich habe mich gewundert, wo die ganzen Skifahrerinnen geblieben sind und die Wissenschaftler, die bekannt sind, die wirklich gesagt haben, warum sie fürs Impfen sind und die möglicherweise auch die Chance gehabt hätten, die Ja-Aber-Position abzudecken. Das ist verabsäumt worden. In der Kommunikation glaube ich, dass man das positive Erinnerung geblieben ist, dass man es zumindest versucht hat, sowohl mit der klassischen Werbung als auch mit der Kommunikation von Seiten der Politik, von Seiten der Ärztekammer und so weiter, dass man versucht hat, mit Argumenten zu punkten, was aber schwierig ist, wenn das Thema so emotional aufgeladen ist, dann kommst du mit Argumenten irgendwann nicht mehr ganz durch. Herr Brandner. Also mein größter Gesamteindruck war, dass man praktisch die klassische Kommunikation, das war die Kommunikation der Regierung, der öffentlichen Organisationen und dieses Feld der interaktiven Kommunikation hat man quasi den Impfgegnern überlassen. Also man hat quasi das Internet in Summe in lauter kleine Mikrokosmosse aufgeteilt, wo sie die Impfgegner de facto interaktiv ausgetauscht haben, ihre eigenen Blasen gebildet haben, ihre eigenen Fans gewonnen haben. Und dieses Schlachtfeld hat man denen so quasi relativ kampflos überlassen, wo die auch ihre Botschaften, vielleicht ein böses Wort jetzt, virusartig verbreitet haben. Das ist mir so mal aufgefallen, sondern wirklich also quasi die klassische Welt war so die Welt der Impfkampagnen. Die Welt der sozialen Medien war eigentlich genau die Gegenwelt. Und was ich auch glaube, in dieser Gegenwelt, wenn man sie betrachtet hat, gelernt hat, man sollte wirklich nur der Statistik glauben, die man selbst gefälscht hat. Okay, das höre ich nicht gern, aber ich nehme es einfach so. Herr Matern, wie haben Sie es erlebt, persönlich, die Kampagnen? Also ich habe es ja mal bis auf so kleine Fauxpas, die der Herr Mascher angesprochen hat mit dem Werben für den Stich oder so, habe ich es ja mal grundsätzlich sehr professionell gemacht empfunden. Also das war, obwohl sie kurzfristig entstanden sind, da denke ich jetzt hauptsächlich an die TV-Spots, die waren nicht schludrig, sondern die waren professionell gemacht. Und das ist ja gleichzeitig das, was man am meisten Gedanken gemacht hat, ob das eigentlich ein positiver Aspekt ist oder ob, wenn ich sozusagen bei so einem wichtigen Thema in der Ästhetik des Werbens bleibe, ob diese Glaubwürdigkeit, die der Christoph Schumacher angesprochen hat, für dieses Thema die Leute nicht sozusagen in diese gleiche Schiene hineinbringt und gar nicht aus diesem Modus herausbringt, oh, das ist jetzt was anderes, da geht es jetzt um was anderes, das ist jetzt nicht Werbung, sondern das ist jetzt Social Interest sozusagen. Das ist mir aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, diese Frage hören wir oft gestellt, wo sind die Massen, die Massentestimonials, die Sportler, die machen für Butter und für Schokolade Werbung und da plötzlich nicht aufscheinbar und in Kombination mit den Medien allgemein, ORF und so weiter, die aber dann den Negativbeispielen Raum gegeben haben, ist das irgendwie ein ganz fataler Eindruck, wo ich das Gefühl habe, da ist ganz viel Potenzial liegen geblieben. Mhm. Herr Lanzersdorfer? Ja, ich habe auch darüber nachgedacht in der Vorbereitung und bin übrigens genau wie bei auf der Studie, also die großen Medien, ich glaube Radio ist mir sogar, wäre bei mir noch unter die Top 3 gewesen, da habe ich es am öfteren gehört im Autoradio.
Ich habe auch relativ viele Display-Ads gesehen und eben auf Social Media habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen in einer kommunikativen Form. Das, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist allerdings nicht aus Österreich, sondern ist aus Deutschland. Ich habe extrem gut empfunden, den Christian Drosten mit dem Podcast, der regelmäßig rausgekommen ist. Ich habe in Deutschland hat's die Kampagne gegeben, die Helden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kampagne genau geheißen hat, aber es war so ein Video, wo jemand eine Auszeichnung kriegt, weil er damals zu Hause geblieben ist und nicht nach draußen gegangen ist, auf der Couch liegen geblieben ist. Das war mit Humor, das hat gut funktioniert und ist extrem oft geteilt worden. Und das Dritte, auch wieder aus Deutschland, was man aufgehört ist als Beispiel der Ralf Rute, der Cartoonist, hat Cartoons gezeichnet und die sind ganz häufig geteilt worden. Das ist eine super einfache Kampagne, die man da machen hätte können, wo man nicht einmal ein großes Testimonial, wo man das Gesicht kennt, sondern den Comic-Stil kennt. Und da haben wir in Österreich extrem gute, die man beauftragen hätte können, um da Social Media zu nutzen und eben nicht das Feld den Impfgegnern zu überlassen, die da sehr, sehr laut worden sind, oder dem Kampf eigentlich zu überlassen, wo Impfgegner und Impfbefürworter aufeinandertreffen. Sind wir da an einem Punkt angelangt, wo vielleicht das greift, was Christoph Teller vorhin erwähnt hat, dass wir uns hier ja in dem Bereich des Social Marketings bewegen und eben nicht eine Banane, einen Müsli-Riegel oder eine Biermarke bewerben, wo man vielleicht solche unkonventionellen Zugänge eher braucht, als es bei klassischen Markenprodukten ist? Frage an den Markenexperten. Also ich glaube, dass jetzt aus der klassischen Markensicht die Werbung alle ihre Ziele erreicht hat. Die Zahlen sind nicht schlecht. Also eine normale Marke, wenn die 40% Marktanteil hat, ist die ja mehr als hoch zufrieden. Also sind ja Marktführer mit 20% zufrieden. Ich glaube, die Schwierigkeit in dem Bereich ist, einerseits, dass man die Werbung nicht isoliert betrachten sollte, sondern auch in dem Umfeld, in dem das Ganze passiert ist. Und das Umfeld war aus meiner Warte doppelt nicht förderlich, weil es waren extrem viel verschiedene Meinungen. Es war teilweise ja die Politik und die Experten überhaupt nicht einig, wobei einige Experten sich selbst ins Out befördert haben. Und der andere Aspekt, den ich noch kritischer sehen würde, ist eigentlich, für mich hat die Kampagne immer isoliert gewirkt. Also sie war irgendwie total losgelöst vom tatsächlichen Impfen. Das ist so ähnlich, wenn ich sage, ich führe das Unternehmen ein neues Produkt ein und dann mache ich die Produkteinführung und irgendwann so nebenbei komme ich drauf, ja, eigentlich eine Werbekampagne wäre auch nicht schlecht. Also diese Integration von Kampagnen mit tatsächlichem Impfangebot, dass man unter Umständen überlegt hat, dass man viel früher, so wie mit den Altersheimen, auch die Firmen einbindet etc. und den Druck damit auch quasi auf die Unentschlossenen erhöht, das ist aus meiner Warte komplett versäumt worden. Entweder in der Eile, keine Ahnung, oder einfach auch in der fehlenden Planung. Also ich habe oft den Eindruck gehabt, irgendwer zur Politik sagt, naja, aber Werbekampagne war schon auch notwendig. Das ist interessant, da kann ich vielleicht eine Zahl beisteuern. Ich habe mich bemüht, was mir leider nicht gelungen ist, bei unseren Kollegen vom Focus Research, die ja die Werbeaufwendungen erfassen und den Marken zur Verfügung stellen, das auch für die Impfkampagne zu kriegen, ist leider nicht so in dem Sinne und in der Art möglich gewesen, weil es extrem schwierig ist, das zu erfassen, weil halt vieles in Formen läuft, wo das für das System, wie das bei einer funktioniert, nicht geht. Aber am Institut wurde die parlamentarische Anfrage ausgehoben, die gab es irgendwann Anfang des Jahres, wo nachgefragt wurde, wie viel denn für die Impfkampagne ausgegeben wurde. Und die Beantwortung dieser parlamentarischen Anfrage hat also auch eine Aufschlüsselung nach den Ausgaben für die Impfkampagne nach Monaten zur Verfügung gestellt. Und da sieht man interessanterweise schon, dass also parallel mit dem Anstieg der Impfquote Anfang 2021 auch die Werbung extrem verstärkt wurde, also die Impfkampagnenwerbung. Jetzt kann man natürlich ein bisschen ein Henne-und-Ei-Problem, nicht? Weil Sie haben es heute schon erwähnt, es ist ja die Frage, was Werbung hier bewirkt, da fühle ich mich nur in meiner Aktion bestätigt, nämlich ich war impfen, jetzt ziehe ich natürlich auch, bin ich aufmerksam für die Werbung dafür, oder hat es wirklich im Sinne des AIDA-Modells diese Attraction gebracht, diese 17%, die wir gesehen haben, die dann letztlich auch zumindest rational aus einer Sicht sagen, ich bin impfen gegangen, weil ich die Werbung gesehen habe. Aber was ich eigentlich da sagen wollte, es gibt eine gewisse Parallelität zwischen der Impfkurve, wenn man sich anschaut, und den Ausgaben, die für die Impfkampagnen gegeben wurden.
Nee, was ich eigentlich damit gemeint habe, war nicht unbedingt die Ausgaben, sondern dass man das wirklich in Aktionen integriert hätte und sagt, okay, ich fahre die Impfkampagne im Fernsehen. Inhaltliche Verknüpfung. Und mache wirklich eine konkrete Aktion mit Unternehmen zum selben Zeitpunkt. Diese Integration habe ich sehr vermisst. Verstehe. Also, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil das ist auf betrieblicher Ebene massiv betrieben worden von den Betrieben, nämlich die haben, da hat es ja, ich erinnere mich an eine Kampagne, die war jetzt nicht von der Regierung getrieben, aber da haben sich Unternehmen zusammengetan. Der Balfinger hat sich Impfinger genannt und ist praktisch impfen geworden. Also die haben das sehr wohl mit Impfkampagnen verbunden. Aber ich glaube, ein anderer Aspekt, der da dazugehört ist, es ist ja nicht nur die Werbung und die Pro-Impfkampagne gewesen, sondern hat auch eine massive Kontra-Impfkampagne gegeben. Und zwar von zwei Gruppen, manche Dinge gemacht haben, die eine Regierung oder eine Ärztekammer oder eine Sozialversicherung nicht machen kann, nämlich bewusst die Unwahrheit zu sagen, aber damit die Ängste zu bedienen, die in der Bevölkerung vorhanden waren oder zu verstärken, indem sie mit Halbwahrheiten gekommen sind. Und das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen und das relativiert auch natürlich den Erfolg einer Impfkampagne auch ein wenig, weil, um es beim Namen zu nennen, Kickl hat gesagt, es gibt so und so viele Leute, die sich sicher nicht impfen lassen, die bombardiere ich mit Informationen und die bestärke ich damit und die lassen sich auch nicht impfen und die wählen mich dann vielleicht. Ne? Dann ist aber natürlich die MFG ein bisschen in die Quere gekommen, die ein ähnliches Konzept verfolgt haben mit von einer anderen Seite. Und das konterkariert natürlich etwas, weil wenn Coca-Cola Werbung macht und sagt, Coca-Cola ist gut und es kommt eine Organisation und sagt, Coca-Cola erzeugt Krebs, dann haben Sie auch ein Problem bei der Werbekampagne. Die beiden Herren zu Hause, wenn ich das so bezeichnen darf, bitte jederzeit auch um Ihre Wortmeldung zu den Themen. Ich frage Sie jetzt direkt. Ja. Wenn ich das gleich aufgreifen darf. Ich habe das generell in der gesamten Kampagne sehr interessant und vor allem auch als große Herausforderung gefunden, dass das ein sehr politisches Thema ist und war, nämlich von Anfang an. Also man hat mir kommt vor, dass das in Österreich ganz besonders stark war, wie stark die Information über Covid allgemein und über die Impfung dann später an Politiker gehangen ist und an politische Überzeugung, ist jetzt gerade angesprochen worden. Also die gewissen oppositionellen Parteien, die sich auf die Impfgegner gestürzt haben, haben dort in die eigenen, bei den eigenen Wählern vielleicht auch fischen können und die leichter überzeugen können. Das habe ich sehr interessant gefunden und das unterscheidet es aus meiner Sicht aber maßgeblich für Vergleiche mit Coca-Cola oder mit sonstigen Marken, weil ich dort nicht dieses Thema habe, dass ich sage, keine Ahnung, ich bin ein FPÖ-Wähler, bin aber Impfbefürworter. Das ist gar nicht so leicht, genauso wie jetzt ein ÖVP-Wähler, ein Impfgegner sie nicht so leicht haben. Also es ist an der politischen Überzeugung irgendwie gekoppelt gewesen, ob das die Leute wollten oder nicht, sondern im Gegenteil, es wollte wahrscheinlich überhaupt keiner. Aber das ist dort passiert und darum kann man es nicht ganz mit der Marke, mit den großen Marken vergleichen aus meiner Sicht. Ich habe eines vergessen am Anfang, das Mikrofon wurde schon verteilt. Wir binden gerne natürlich auch das Publikum hier und zu Hause, wir haben es früher gesagt, vor den Fernsehgeräten mit ein. An sich hätte man gesagt, wir machen am Schluss dann eine Runde, aber ich sehe schon, der Herr Eiselsberg kann sich gar nicht mehr halten. Der muss unbedingt jetzt seinen Kommentar dazu bitte abgeben. Gerne. Nein, ich möchte mich da nicht wichtig machen, aber ich möchte schon eines sagen. Wichtig ist in der Kommunikation auch zu fragen, sich anzuschauen, wie hat die Katze Mäuse gefangen oder nicht. Nämlich, wer hat sich nicht impfen lassen? Und das fehlt mir halt ein bisschen. Wir haben jetzt nur die Nasen- und sonstige Zählerei gehabt, aber die anderen, die wirklichen Fakten sind ja nicht da. Und da hat Statistik Austria, die ja die ganzen Zahlen haben, ganz klar Folgendes gesagt. Es gibt zwei Gruppen, wo also die Impfkampagne und so weiter voll daneben gegangen ist, also die sich nicht impfen haben lassen. Das ist erstens untere Bildungsschichten und zweitens Arbeitslose. Also das, glaube ich, sollte man jetzt berücksichtigen. Wir kennen alle, wer dafür und dagegen und so weiter war, aber das sind die harten Fakten, wo wirklich die eben sich nicht im Verhalten geändert haben.
Und die Zahlen sind Statistik Austria, letzter Stand, vor 14 Tagen ist das veröffentlicht worden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, die man noch sagen sollte, ist die, es ist zwar schon lang her, dass der Erwin Ringel das Buch veröffentlicht hat, Die österreichische Seele. Und da sagt er ganz klar, Österreich ist ein Land der Neurosen und das hat folgende Folge, dass man Menschen vor allem motivieren kann, wenn sie gegen etwas sind, statt dass jemand dafür ist. Und das hat eben mit der Erziehung und so weiter zu tun. Wie weit das heute noch aktuell ist, kann ich nicht hundertprozentig berücksichtigen, aber ich glaube, wenn man das zusammenspielt, das sollte man bei der Diskussion auch berücksichtigen. Also ich glaube, es wäre wichtig, eben noch die ganz harten Zahlen herzunehmen. Wer hat sich nicht impfen lassen? Und dann kann man eben sagen, hat die Kommunikation, wo sie nicht gewirkt hat. Ja? Weil das ist wirklich der Tag der Wahrheit. Impfen ja oder nein? Danke für Ihren Beitrag. Ich nehme einen Teil dieses Fadens jetzt auf und möchte noch einmal auf die Störfaktoren kommen. Sie sind in der ersten Runde schon angeklungen, vielfach oder mehrfach, dass es für die Kampagne natürlich auch sehr schwierig war, sich in dem Gezerre der verschiedensten Kommunikationsströme, die es sonst noch gab, wenn man es jetzt einmal als Kommunikationsströme bezeichnen, sich da zurechtzufinden und auch durchzusetzen. Kampagnenwerbung muss sie durchsetzen, sie muss letztlich beim Rezipienten ankommen. Da kann man vielleicht auch mitnehmen, warum genau in diesen Zielgruppen die Wirkung der Kampagne hin zur quasi zur Conversion, dass ich tatsächlich impfen gehe, nicht funktioniert hat. Aber vielleicht reden wir noch mal kurz eben über diese Störfaktoren und wie sehr sie einerseits die Kampagne und den Erfolg der Kampagne, einen noch größeren Erfolg der Kampagne beeinflusst haben, beziehungsweise was hätte man vielleicht anders machen können, um diese Störfeuer oder diese Störfaktoren auszuschließen? Also was ich aus psychologischer Sicht extrem spannend gefunden habe, war eben, normalerweise, wenn ein Feind von außen kommt, dann eint das eine Bevölkerung. Also merkt es auch praktisch bei der Ukraine, im Ukraine-Konflikt, das eint die NATO, die jetzt bisher extrem uneinig war. Und der Virus, in dem Sinn war der Virus de facto ein Genie, also in Covid oder Corona, die Spannung war, es war von Anfang an eine Spaltung. Die einen haben gesagt, das ist eine leichte Grippe, die anderen haben gesagt, jeder wird bald jemanden kennen, der daran gestorben ist. Und das hat sich in der gesamten Situation bis heute durchgezogen, dass der Virus es geschafft hat, perfekt die Gesellschaft in allen ihren Bereichen zu spalten. Und dann ist natürlich eher die Frage, wenn ich die Spaltung habe, ob Werbung überhaupt noch, wenn man jetzt wirklich bei der Werbung bleibt, ob Werbung überhaupt noch dafür geeignet ist, quasi 100% zu einen oder diese Überzeugungsarbeit zu leisten, oder ob man da sagen muss, okay, die Erwartungshaltung wahrscheinlich oder auch vielleicht die Versprechen, die manche gemacht haben, oder es sich versprochen haben, waren viel zu hoch in die Werbung. Aber das war schon das Spannende an diesem Virus, es ist eine Bedrohung von außen und er hat die Bevölkerung nicht geeint, er hat von Anfang an gespalten. Also das war irgendwie total spannend gefunden. So, darf ich mich jetzt vielleicht noch einbringen? Bitte. Weil das passt dann noch zu dem vorigen Thema, wo wir so gesprochen haben, Werbung für Markenprodukte oder für dieses Thema. Vorweg darf ich nur sagen, mir geht es jetzt nicht darum, Kampagnen zu kritisieren oder jemanden dafür verantwortlich zu machen, sondern ich finde die Rolle der Kommunikation bei so einem komplexen Thema spannend, interessant und was Kommunikation überhaupt imstande ist zu leisten. Und in diesem speziellen Zusammenhang würde ich auch als Störfaktor nennen können, dass wir als Gesellschaft sozusagen eine Aufklärungsgesellschaft sind und ganz stark orientiert sind nach Vernunft, nach Sachlichkeit, nach Rationalität. Und wir haben bei diesem Impfthema plötzlich sind wir konfrontiert worden mit dem, dass die Vernunftebene sogar interpretierbar geworden ist oder sehr divers geworden ist oder sehr plural geworden ist. Und ich stelle die Frage oder mache mir Gedanken darüber, ob die Kommunikation sozusagen diesen Wandel oder dieses Phänomen nicht mitmachen konnte und sozusagen in dieser alten Schiene geblieben ist, also alt meine jetzt nicht wertend, sondern in dieser Schiene geblieben ist, wie wir heute Werbung und Kommunikation machen und vielleicht
ganz, ganz andere Denkmuster, Comic, die der Paul erwähnt hat oder irgendwas, da mitzudenken, um auf das antworten zu können. Das ist mir aufgefallen und irgendwie auch eine Frage. Ich glaube, da passt sehr gut das Medium dazu oder der Vertreter des Mediums Zeitung. Darf ich da vielleicht noch einen Gedanken dazu spinnen? Als Medium muss man wohl wahrscheinlich immer in der Situation sein, dass man auch Störfeuer ist oder Störfaktor ist zur Kommunikation, weil man ja die Dinge von verschiedenen Seiten betrachten muss oder es im Prinzip der Kodex sozusagen auch mit sich bringt. Wie sehen Sie das da in der Situation? Also um auf Ihre Frage gleich einzugehen, das ist eine ganz komplexe Geschichte gewesen in den vergangenen 2 Jahren, wie wir uns verhalten auch, wie wir uns entscheiden, wie wir schreiben, wie wir kommunizieren, weil du natürlich auf der einen Seite die Aufgabe hast, alles kritisch zu hinterfragen und auf der anderen Seite aber die Verantwortung hast, irgendwie auch eine gesellschaftliche Verantwortung trägst. Also wir waren uns dafür einig, wir wollen das Virus bekämpfen, wir sind grundsätzlich dafür, dass man sich impfen lässt. Gleichzeitig musst du aber aufpassen, dass du nicht zum Handlanger der Regierung wirst oder als solcher benannt wirst, dass das oft genug passiert ist. Das ist das eine Thema. Und weil es angesprochen worden ist, die Störfaktoren, was schon ein Phänomen in der ganzen Geschichte war, das lässt sich fast nur mit dem österreichischen Fußball vergleichen. Nämlich beim österreichischen Fußball haben wir 8 Millionen Teamchefs. Das heißt, jeder weiß, wie die Mannschaft spielen müsste, wie der Herr Foda aufstellen müsste und warum er dann den Falschen austauscht hat. Und bei Corona ist ein ähnliches Phänomen aufgetaucht. Da sind wir plötzlich alle zu Virologen geworden. Jeder hat geglaubt, er kann gut einschätzen, wie das Virus wirkt. Er hat sich 3 Fakten zusammengetragen, hat sich daraus seine Meinung gebildet und war plötzlich der Experte. Und wir haben auf die wirklichen Experten zum Teil nicht mehr gehört und haben ihnen vorgeworfen, sie würden von irgendjemandem, von der Pharmaindustrie, vom Herrn Kurz, was auch immer, bezahlt werden. Dass die Experten weltweit fast alle dasselbe gesagt haben und nur ein minimaler kleiner Anteil anderer Ansicht war, ist da völlig in den Hintergrund geraten. Und das war schon sehr schade und das macht es auch sehr schwierig zu kommunizieren, das muss man ehrlich sagen, weil, wie gesagt, dann irgendwann wird es ein bisschen irrational. Sind wir da wieder in der Situation, die wir vorher schon angesprochen haben, dass im Grunde eine Impfkampagne in so einem komplexen Thema oder überhaupt in Social Marketing hier viel agiler und echtzeitorientierter sein müsste? Sprich, die Kampagne, wir haben gerade heute und jeder von uns führt diese Gespräche. Wir können nicht, wie weit nach vorne planen, weil wir im Grunde nicht wissen, was daherkommt. Umso weniger müssen wir doch eigentlich auch, oder umso mehr müssen wir eigentlich sagen können, dass Kampagnen wie die Impfkampagnen wahrscheinlich auch nicht auf 3, 4, 5 Monate geplant werden können. Also ich denke mal, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass die Kampagne, und am Anfang war das wahrscheinlich auch so, dass man wirklich, was auch bei der Studie sehr schön war, dass man vielleicht sogar noch anlassbezogener hätte kommunizieren müssen. Also mal zum Beispiel im letzten Herbst unter Umständen, nämlich, weil das kann Werbung eigentlich sehr gut PR-Themen, also Nachrichten verstärken, ob man nicht wirklich die Situation der Intensivstationen auch in die Fernsehwerbung gebracht hätte und sagt, okay, jetzt sind die Medien eigentlich damit voll, dass sie Schwestern aufregen, dass sie Ärzte aufregen, dass die Intensivstationen voll sind, ob man das nicht mit Werbung auch nochmal verstärken sollte. Ist ein riskanter Weg. Man hätte wahrscheinlich den Widerstand bei denen, die ganz widerstandsfähig sind, noch einmal erhöht. Aber das wäre sicher ein Punkt gewesen, man sagt, okay, gerade bei so einer Kampagne hätte man wahrscheinlich extrem interaktiv agieren müssen. Und vielleicht zum Thema Medien und praktisch Sperrfeuer auch noch, oder war natürlich auch ein Punkt, es haben halt wirklich gewisse Interessensgruppen und auch Medien, ich würde es den Fernsehsender jetzt nicht nennen unbedingt, das auch wirklich zur Eigenprofilierung genutzt, dass sie ganz aktiv die Gegenposition besetzt haben, was natürlich jede Kampagne nur einmal schwieriger macht. Und jetzt ist es praktisch, wenn man sagt, okay, ein Markenstreit zwischen Apple-iPhone-Fans und Samsung-Galaxy-Fans ist in dem Sinn ja was Positives, weil das beide Marken wichtiger macht. In dem Sinn war das natürlich jetzt aus Sicht der Impfkampagne extrem kontraproduktiv. Ich meine, es ist zwar das Thema wichtiger geworden, aber es sind ja die Fronten extrem verhärtet worden. Die Herren zu Hause, dazu noch einen Punkt, sonst würde ich gern zum nächsten einen Schritt weitergehen.
Vielleicht nur eine ganz kurze Wortmeldung zu dem Thema, also noch anlassbezogener. Ich finde, das ist eine Riesenchance, die da verabsäumt worden ist, dass man auf Social Media nicht aktuelle Informationen einfach verteilt hat, sondern sich dazu entschlossen hat, rein werbetechnisch zu fahren, sodass alles als Werbung auch wahrgenommen worden ist und damit der intrinsische Adblocker gleich aktiviert worden ist. Ich finde, dass viele Medien das extrem gut gemacht haben, wie sie die Informationen aufbereiten. Und genau auf dieselbe Art und Weise hätte man geschlossen die Impfkampagne schon vorbereiten können, indem man eine Covid-Kampagne hat mit Informationen, also wo man die Leute mit Informationen versorgt. Wo man zum Beispiel ganz am Anfang erklärt, was heißt denn Reproduktionszahl und solche Dinge. Das sind ganz einfache Dinge, wo man wirklich jeden Tag Content gehabt hätte, den man super veröffentlichen hätte können und darunter in die Kommentare dann in einer Diskussion einsteigen. Also das wäre genau diese Chance gewesen, die man da gehabt hätte, anlassbezogen immer wieder im Gespräch zu bleiben und dort die Herrschaft über das Thema zu behalten. Ich würde jetzt gerne als Übergang zu zwei, drei Punkten, die ich dann gerne noch in Richtung Zukunft diskutiert hätte, in diesem Übergang ein Gedankenexperiment machen mit Ihnen. Wir haben ja einerseits gehört, dass im Sinne zumindest der eigenen rationalen Wahrnehmung sehr viel von den Kampagnen angekommen ist bei den Menschen. 17% sogar sagen, sie haben sich wegen der Kampagne impfen lassen. Wir haben aus einem anderen Befund, der jetzt heute nicht gezeigt wurde, den ich kenne, das ist mein Wissensvorsprung, ein Drittel der Bevölkerung, die Werbung zur Impfung wahrgenommen haben, auch als Selbstbestätigung für die Impfung. Und dadurch, und das zu gewissen Zeitpunkten, wo natürlich noch eine zweite oder eine dritte Impfung anstand, also dort ist die Kampagne, sind die Kampagnen auch wirklich sehr gut angekommen. So gesehen haben wir auch jetzt natürlich kritisch betrachtet, was alles vielleicht noch besser gemacht werden hätte können, aber im Grunde hat das funktioniert. Ich möchte andererseits jetzt einfach einmal Sie ersuchen, sich die Kampagnen wegzudenken. Es haben keine Impfkampagnen, keine Werbekampagnen stattgefunden. Was wäre passiert? Wo würden wir stehen? Dann hätten wir nur mehr schreiben müssen. Dann hätte man voll viel Diskussion, warum es keine Kampagne gegeben hätte. Also das wäre sicher jetzt auch da. Also das ist ja ein Punkt, wo man, glaube ich, als Verantwortlicher wenig richtig machen kann. Weil macht man zu viel, wird gesagt, man hat zu viel gemacht, macht man gar nichts, wird gesagt, man hat de facto zu wenig gemacht. Also ich glaube, ohne Impfkampagne wäre es auf gar keinen Fall gegangen. Aber aus meiner Warte ist wirklich der Punkt, war die Erwartungshaltung nicht vielleicht einfach zu hoch? Ich nehme vielleicht noch eine zusätzliche Information dazu. Wenn Sie beobachtet haben, bevor der Impfstoff kam, wurden ja jede Menge Studien gemacht, auch wir haben es gemacht, wo man einfach einmal gewisse Impfbereitschaft abgefragt hat. Und die Zahlen haben alle damals schon sehr genau darauf hingedeutet, dass es genau 20-30% der Bevölkerung geben wird und genau eben auch die von Ihnen, Herr Eiselsberg, angesprochenen, die sehr, sehr schwer zu überzeugen sein werden. Aber auf der anderen Seite haben wir aber 70-80% gehabt in diesen Studien, die mehr oder minder mit großer Sicherheit gesagt haben, wenn der Impfstoff da ist, dann gehe ich impfen. Die ketzerische Frage, die sich dahinter verbirgt, ist die, hätte die 60-70% vielleicht auch ohne Kampagne geschafft und was hat die Kampagne tatsächlich bewirkt? Sind es die 10%, die wir eh braucht haben und die wir noch immer brauchen, die dadurch noch überzeugt wurden? Oder wie? Ich stelle es einfach so in den Raum. Also da muss man ja die Geschichte dazu dann parallel sich anschauen, weil die Erwartungshaltung war ja, es kommt eine Impfung und dann kriegen wir Corona nicht. So, das war das, haben die meisten gedacht. Mhm. Weil das so ist in der Impfung gelernt. Wenn ich gegen Tetanus geimpft bin, kriege ich Tetanus nicht. Bei Corona hat sich ja so entwickelt, dass man
zwar nicht versprochen hat, aber zum Teil suggeriert hat, dass man dann Corona nicht bekommt. Was sich ja dann als Irrtum herausgestellt hat, es ist zwar so, dass die schweren Verläufe deutlich geringer sind und wenn man sich wirklich mit Statistik auseinandersetzt und nicht einfach nur einen Chart anschaut, dann kommt man drauf, dass auch auf den Intensivstationen hauptsächlich Leute sind, die sich nicht impfen haben lassen. Aber die Kommunikation, die dazugehört, die war schon dringend notwendig, weil es eben die Wahrheit, die im Impfung zusammenhängt, nicht auf einen Schlag sichtbar war, sondern sich erst entwickeln musste. Also es waren eigentlich aus Kommunikationssicht zwar spannende Phasen, weil also eigentlich war sogar die Verknappungsphase war ja gar nicht schlecht, weil die hat ja bei vielen den Wunsch geweckt, sofort geimpft zu werden. Und dann wäre schon in einer zweiten Phase die Werbung aus meiner Warte extrem wichtig gewesen, um dann diesen Herdentrieb zu verstärken und sagen, jetzt haben sich schon viele impfen lassen, jetzt ist der Herdentrieb da, lassen Sie noch mehr impfen. Den Druck hätte man vielleicht auch vor Ort mit konkreten Impfangeboten noch verstärken können. Was ja auch noch spannend war, was vielleicht noch gar nicht angesprochen worden ist, normalerweise, wenn es um Impfstoffe geht, interessieren kaum Menschen Marken. Hat jemand schon irgendwann gefragt, welchen Impfstoff kriegt man bei einer Grippeimpfung? Und da hat man auf einmal ja sogar nur mal die Diskussion gehabt, welcher Impfstoff wirkt besser, welcher wirkt schlechter. Auf einmal war AstraZeneca quasi jetzt im Vergleich zu Flugzeugen die Holzklasse. Man hat ja sogar dort eine Diskussion gehabt, nicht nur wie die Impfung in Summe wirkt, und auf einmal auch eine Diskussion gehabt, wie wirken die einzelnen Impfstoffe. Warum hat Österreich zu AstraZeneca, wie es mit BioNTech, Pfizer, mit Moderna? Also es ist wirklich das Spannende an der Situation, es hat eigentlich wirklich jeder einzelne Teilbereich zur Spaltung beigetragen. Okay. Aus meiner Sicht ist es sehr eindeutig, dass ohne diese Kampagnen würden wir jetzt schlecht dastehen. Und für mich sind das auch mehr als diese 17%, die ausdrücklich sagen, die Kampagne war ausschlaggebend, weil Botschaften oder selbst Ankündigungen werden wahrer oder werden wichtiger wahrgenommen, wenn sie eine hohe Öffentlichkeit, eine hohe Präsenz haben auf einer anderen Ebene als nur von Pressekonferenzen oder irgendwie sowas. Und nachdem Kommunikation ja sozusagen so vielfältig ist und diese zwischenmenschliche Empfehlungsdiskussionen in Familien, Freunden, Firmen und so weiter, diese sehr wichtig und die wurde durch die Präsenz und durch die höhere Wahrheit durch die Präsenz wurde diese Kommunikation gestärkt, die Menschen mutiger gemacht, nicht nur mutiger gemacht, zur Impfung zu gehen, sondern mutiger gemacht, darüber zu sprechen und alle diese Nebenfaktoren. Und aus diesem Grund schätze ich diese 17% also noch viel höher ein, was die Kampagnen, egal welcher Machart, gebracht haben. Ich glaube auch, dass die 70% nicht einfach so erreicht worden wären ohne eine Kampagne, weil was dann passiert wäre, ist, glaube ich, dass ganz, ganz viele auf die Ärzte, auf die Hausärzte vor allem abgewickelt worden wäre. Das heißt, ich gehe ja auch, wenn ich mir Grippe, wie eine Grippeimpfung oder eine Zeckenimpfung oder jegliche Impfung oder so, gehe ich auch zu meiner Hausärztin und lasse mich von derer beraten. Und so wäre das dann bei Covid auch gewesen, aus meiner Sicht, bei ganz, ganz vielen Leuten. Und dann hätte man sich darauf verlassen müssen, dass die früher oder später zum Hausarzt gehen und dort mit dem reden oder mit der reden. Okay. Bitte. Weil die FSME-Impfung und die Grippeimpfung sind die klassischen Beispiele, dass die Werbung wichtig ist, weil ich daran erinnert werde, bei dem einen ein bisschen martialischer mit der großen Zecke, beim anderen weniger. Aber grundsätzlich ist es schon so, was, ah ja, das muss sein. Und da gibt es auch keine Gegenkampagne, weil es gibt keine Zeckenimpfgegner. Also. Ein Blick in die nahe Zukunft. Angesichts des Scharfstellens der Impfpflicht am 15. März, wenn es denn so kommt, mit dem Ziel, möglichst viele Erstimpfungen zu generieren bzw. die Boosterimpfungen zu beschleunigen. Wie soll die werbliche Unterstützung weiterhin, also jetzt in dieser Phase der Impfpflicht, aussehen? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Bitte. Also ich glaube, dass es extrem schwierig ist, sich hier eine Kampagne zu überlegen,
angesichts der Ausgangssituation. Wir haben eine Impfpflicht eingeführt, die wahrscheinlich nicht sanktioniert wird, die rechtlich auf tönernen Füßen steht, weil und die befürchten lässt, wenn viele Einsprüche kommen, dass das Verwaltungsjustizsystem zusammenbricht. Dafür eine Kampagne zu machen, tue ich mir schwer, mir vorzustellen, wie das gehen soll. Da müsste man vorher Klarheit schaffen und erst einmal Klarheit hat und die Dinge klar auf dem Tisch liegen, die man auch kommunizieren kann, dann könnte man eine Kampagne fahren. Mit dem jetzigen Konstrukt tue ich mir sehr schwer. Ja, dem würde ich absolut zustimmen, weil ja selbst die Politiker, die noch vor 2 Monaten absolut dafür sind, mittlerweile ja hin und her rudern. Und wenn das Umfeld überhaupt nicht passt, was soll man dann als Kampagnenthema fahren? Ich würde mir sogar eher überlegen, ob man nicht wirklich in der aktuellen Situation und auch, wenn man davon ausgeht, dass der Sommer auch wieder ruhiger wird, ob man nicht wirklich sagt, okay, man bereitet gewisse Dinge für den Herbst vor, auch vielleicht mit verschiedenen Szenarien, auch vielleicht auch mit einem anderen wirksameren Impfstoff, keine Ahnung, was der Virus noch bringt und ob es einen Sinn macht zu sagen, okay, jetzt war eigentlich einmal eine Phase, wo man auch die Werbung komplett zurücknimmt, sie einmal auch wieder sammelt, einmal schauen, wie die mit der Impfpflicht umgehen und sich für den Herbst gewisse Szenarien überlegt und sagt, okay, dann kann man wieder starten. Ja, ich würde als erstes, glaube ich, eine Kampagne an die Regierung entwickeln, weil so viele Unklarheiten sind, was denn kommuniziert werden soll. Und das ist sozusagen die erste Basis, das erste Briefing, was sollte eine Kampagne kommunizieren und wir wissen es nicht. Okay. Herr Lanzersdorfer, Sie auch noch irgendwas dazu? Nein, ich glaube, ich würde nichts mehr zusätzlichen Aspekt bringen. Ich stimme den drei Herren zu. Okay, danke. Damit komme ich, bevor wir dann noch in eine Publikumsrunde gehen, zu einer Abschlussrunde gerne gehen. Herr Brandner, Sie haben es schon fast vorweggenommen. Diese Abschlussrunde würde ich gerne anhand eines Szenarios gestalten, das man eventuell so beschreiben könnte. Trotz eines völlig Covid-entspannten Sommers bindet die Bundesregierung eine weitere, also 4. Impfung an die Impfpflicht, 270 Tage nach dem 3. Stich. Damit sind ab September 50-60% der Bevölkerung in der Situation, sich die 4. Impfung holen zu müssen, so sie der Impfpflicht folgen wollen. Was tun wir da werblich? Ich meine, das wäre aus meiner Warte generell überlegen, dass man wirklich sagt, okay, nachdem man die absolute Impfgegner sind, wahrscheinlich nur mit Strafen überzeugen kann und vielleicht auch dann nicht, ob man nicht wirklich sagt, im Herbst macht man eine Kampagne, die sich nur ans Boostern richtet. Also so eben diesen Erinnerungszweck und sagen, okay, man macht wirklich eine Kampagne rein, lass dich boostern, Ende aus, fertig. Wie wird man das medial unterstützen oder auch nicht? Also das ist ja, das sind jetzt aber relativ viele Unbekannte, mit denen man da spielen muss. Ich glaube, also nach meinen Informationen, was die Frau Reich gestern gesagt hat, wird es eine 4. Impfung geben. Das kommt tatsächlich so. Die Frage ist, wenn ich es mit einer Impfpflicht verknüpfe, dann stellt sich die Frage, wie streng diese Impfpflicht ist und mit welchen Sanktionen ist sie verbunden. Wenn sie damit verbunden ist, dass sie 1.000 Euro zahlen muss, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann kann ich das relativ klar kommunizieren. Das sind 2 Sätze oder 3 Sätze, die ich hier sagen muss. Wenn es so unklar ist wie jetzt, wird wahrscheinlich auch dann keine Impfkampagne nützen. Also das muss, ich glaube, dass man vorher die Dinge klarer stellen muss. Und da würde ich mal sagen, muss man ansetzen, auch bei der Regierung in der Kommunikation, weil wenn man sich den Herrn Mückstein anschaut, wenn er in der ZIB 2 auftritt, dann sind das keine klaren Sätze und Antworten, die er liefert. Und das, da müsste man wahrscheinlich im Sommer üben. Die beiden Herren zu Hause, ja, dazu? Ich glaube, dass eine Kampagne rein aufs Boostern da ein guter Weg wäre. Wo mir eher ein bisschen schwer tue, damit ist, Werbung für etwas zu machen, was ich tun muss. Also das kann eigentlich nur eine reine Infokampagne sein, wo ich eben dann sage, hey, was sind die Konsequenzen, wenn du dich nicht impfen lässt? Aber ich verstehe ja zum Beispiel nicht, warum man eine großartige Kampagne machen muss für die Autobahnvignette, die verpflichtend ist in Österreich. Dann brauche ich aus meiner Sicht, wenn es
wirklich Impfpflicht ist mit harten Konsequenzen, dann brauche ich nur die Konsequenzen kommunizieren. Ja, ich glaube, ich würde mir, das ist jetzt vielleicht schwer für einen Marktforscher, ich würde mir mehr Experimentierfreudigkeit in der Kommunikation und in der Werbung wünschen. Ich habe so wahrgenommen, dass es so zwei so große Kommunikationsstränge gegeben hat bisher. Das eine ist Information, also zu informieren und zu bestätigen, auch mit Testimonials aus dem Krankenhaus. Das geht sozusagen auf die wissensorientierten Charaktere. Dann hat es die zweite Schiene gegeben, die gesagt hat, lasst euch impfen, um für eine bestimmte Zielgruppe, Altersgruppe, die nicht zu belasten oder auch das ärztliche Personal nicht zu belasten. Das geht sozusagen auf die gefühlsorientierte Community-Charaktere. Und das, was mir abgegangen ist oder was ich nicht gefunden habe oder was nicht, sage ich vorsichtig, nicht bei mir angekommen ist, ist diese, wie ich meine, Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt trotzdem, also das meine ich nicht wertend, sozusagen so unterhaltungsorientiert, lebensorientiert, wohlfühlorientiert sind und da Botschaften zu finden, die sagen, die Impfung ist die Freiheit und nicht dieses Freiheitsthema den Impfgegnern zu überlassen. So weit wollte ich jetzt gar nicht gehen, sogar ich will nicht die Lösung sagen, weil die habe ich nicht, braucht man eine Kampagnenentwicklung, aber sozusagen von diesen Informationssträngen, von diesen Kommunikationssträngen mehr auszuprobieren, mehr zu experimentieren, schneller zu sein und auch korrigierend tätig sein zu können. So würde ich an solche Kampagnen herangehen in einem sehr schwierigen Umfeld. Ja. Ja, danke an die Gäste am Podium. Ich blicke zur Jury, ob es irgendwelche Chat-Anfragen gibt. Nein, sehe ich. Das heißt, die Fragerunde ist ans Publikum hier im Saal eröffnet. Wer bitte gerne ans Podium Fragen stellen möchte, beziehungsweise einen Beitrag zu unserer Diskussion leisten, jederzeit gerne. Werner, bitte. Ja, danke. Ich möchte einen Punkt ansprechen, der heute nicht diskutiert worden ist. Ich meine, ich möchte jetzt nicht die Wirkung der Werbung generell in Frage stellen, aber wir haben ja de facto eine Impfpflicht gehabt, schon durch die Hintertür, durch die 2G-Regelung. Du hast ja nicht einmal Hotelzimmer oder Liftkarten gekriegt, ohne genesen zu sein oder geimpft zu sein mit diesem grünen Pass. Jetzt ist für mich schon die Frage, ich meine, ich kenne das aus meinem eigenen Freundeskreis, die haben gesagt, naja, bevor ich gar nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann, lasse ich mich halt impfen. Ich bin zwar nicht überzeugt von der Impfung, aber ich wähle das kleinere Übel sozusagen. Jetzt ist für mich die Frage schon, was hat die Kampagne wirklich bewirkt und was hat das andere bewirkt? Hm. Dazu irgendwelche Reaktionen? Ja, ich denke, es ist immer quasi ein Zusammenspiel aller Faktoren und man hat ja quasi sehr stark gemerkt, in welcher Phase man welche Dinge ausprobiert hat. Also in der ersten Phase habe ich wahrscheinlich wirklich noch gehofft und geglaubt, mit der eigenen Überzeugungsarbeit und mit der Werbekampagne zu punkten. Je mehr man quasi auch gemerkt hat, dass man immer mehr auf diesen Bevölkerungstypus mit Widerstand trifft, hat man sich eben dann eben auch so Maßnahmen wie die 2G-Regel etc. bis hin zur Impfpflicht einfallen lassen. Man hat ja praktisch den Druck sukzessive erhöht. Also das hat man eh so immer aus der Situation heraus gemacht. Und jetzt ist man halt quasi bei der Impfpflicht angelangt. Wobei sicher auch erschwerend ist, wenn man das Umfeld wieder rundherum betrachtet, warum macht Österreich eine Impfpflicht und warum macht Deutschland, Dänemark etc. keine, Italien nur eine für über 50. Es ist natürlich extrem schwer in dem Umfeld, weil es ist wirklich mit der Fortdauer der Krise immer schwieriger geworden und die Spaltung immer größer, weil die Spaltung hat ja selbst Familien betroffen und Freundeskreis etc. Und man muss sich de facto wirklich eingestehen, aber wenn man zuerst dieses Sender-Empfänger-Modell gesehen hat, es entscheidet ja nicht letztendlich der Sender, was ankommt, es entscheidet immer der Empfänger. Also im Endeffekt entscheidet immer der Empfänger, was er wahrnehmen will, was er nicht wahrnehmen will. Und es ist ja ganz klar, wann Druck ausgeübt wird,
gibt es bei einer gewissen Gruppe Gegendruck. Und da hilft da zwar gar nichts und wahrscheinlich hilft da die Impfpflicht nichts. Danke. Bitte. Ja, danke schön für die interessanten Ausführungen. Ich möchte mich beziehen auf das Beispiel Deutschland, das genannt wurde mit diesen positiven kommunikativen Beispielen. Jetzt ist aber die Zahl der Geimpften oder die Impfquote in Deutschland, glaube ich, nicht wesentlich höher als in Österreich. Gibt es denn international ein Beispiel, wo eine Impfkampagne sehr erfolgreich war? Frage an die Experten in der Runde. Irgendwas bekannt? Bei den Herren zu Hause, wo sie, bitte? Aber wie die inhaltliche Gestaltung war der Kampagne, weiß man nicht. Das ist nur dort die Impfquote sehr hoch. Die Frage ist ja immer, und ich glaube, das ist heute schon sehr, Entschuldigung, wenn ich da so dazwischen jetzt reingrätsch kurz, das ist ja heute schon ein paar Mal angeklungen, dass man eine gewisse Impfquote hat, ist ja eine Summe von Dingen. Das ist, kann man sicherlich nicht alleine auf die Kampagne runterbrechen. Daher müssen wir da wahrscheinlich auch einfach sagen, was ist dort inhaltlich passiert und entsprechende Studien anstellen. Oder gibt es vielleicht sogar, wie weit die Impfquote durch die Kampagne so weit hochgetrieben haben? Bei Portugal erinnere ich mich zu wissen, dass dort die Impfquote deshalb so hoch war, weil die am Anfang sehr stark von Corona gebeutelt worden sind. Es hat dort sehr viele Tote gegeben und die Schlussfolgerung, die Leute wollten unbedingt eine Impfung haben, weil sie so schockiert waren von dem Thema. Und das hat in Portugal offenbar besonders gewirkt. Und das Zweite war, dass offenbar schon von der Regierung eine sehr klare Kommunikation gewählt worden ist. Das war der Erste, der mit der Militäruniform aufgetreten ist und eine gewisse Führungskompetenz an den Tag gelegt hat, sondern alle nachgemacht, weil es offenbar ganz gut gewirkt hat. Aber welche inhaltliche Kampagne dabei war, wüsste ich nicht. Soweit mir erinnern kann, gibt es irgendeine Studie, die besagt, also dass nirgendwo außer in Österreich und in Deutschland, also gerade praktisch in diesem hochgebildeten Mitteleuropa, die Diskussionen so heftig online geführt worden sind und quasi die kritischen Stimmen in der Heftigkeit praktisch vehement geschrien und gehört worden sind. Also man muss, glaube ich, schon sehr wesentlich immer sagen, wie stark eine Werbekampagne wirkt oder wie weniger Werbekampagne wirkt, ist nicht nur von der Werbung abhängig, sondern eben auch vom sozialen Umfeld, in welches die Werbekampagne letztendlich eingebettet ist. Und da muss man offen sagen, da steht Deutschland auch, glaube ich, um nichts besser da als Österreich, war das Umfeld absolut nicht positiv. Und man hat vielleicht auch psychologisch zu wenig oft bedacht, dass man den Widerstand auch teilweise, wie man kommuniziert hat, das liegt jetzt dann schon an der Gestaltung, das würde ich speziell für Deutschland sagen, gerade von der ersten Kampagne, dass man den Widerstand eigentlich mit einzelnen Spots potenziert hat. Jetzt war die erste Botschaft, lass dich impfen. Jetzt hat der gesagt, ich lass mich nicht impfen. Die zweite Botschaft, es haben Experten überbracht aus der klassischen Medizin, der hat gesagt, bei der klassischen Medizin kann ich nichts anfangen. Und dann war der Absender noch in dem Fall vom ersten Spot, Spahn und Merkel, dann hat er gesagt, mit den Politikern kann ich sowieso nichts anfangen. Jetzt ist quasi genau das Gegenteil erzielt worden. Es sind drei Hürden aufgebaut und das ist dreimal potenziert worden, dass der gesagt hat, nein, ich lasse mich sicher nicht impfen. Schon gar nicht, wann ihr das sagt. Also, es war wirklich ein extrem schwieriges Umfeld. Aber wir würden sicher viel schlechter ohne Werbekampagne dastehen, weil man sich dann eingestehen müsste, man hätte das gesamte Kommunikationsfeld letztendlich den Gegnern überlassen. Ich darf da antworten darauf, also ich muss das wieder relativieren, dass ich die Frage alleine schwierig finde, sozusagen kennt jemand eine Kampagne, die funktioniert hat und die schauen wir uns dann an und dann schalten wir die, weil wir einfach von so vielen verschiedenen Kanälen, Faktoren, Rahmenbedingungen abhängig sind und das wäre halt cool für die Werber, wenn das so funktionieren würde. Kampagne funktioniert, Rate gestiegen. Okay. Bitte, Kollege. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in Portugal die Impfquote deswegen so hoch, weil die eine andere Kampagne gefahren sind. Das heißt, da hat die Regierung Briefe ausgesandt, wo man einen Termin zugewiesen kriegt hat und man musste ihn absagen, wenn man sich nicht impfen lassen wollte. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang, wenn ich aktiv was absagen muss, wie wenn ich passiv einfach nicht hingebracht. Opt-in, opt-out, die ewige Diskussion. Ja. Okay. Sonst noch Wortmeldungen, Beiträge, Fragen? Anregungen? Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank ans Podium, an Sie beide zu Hause und an Sie alle, die Sie uns persönlich besucht haben.
Christoph, ich glaube, das letzte Wort gehört dir, oder? Ja, das ist nicht so wie zu Hause, heute schon. Zu Hause habe ich nie das letzte Wort. Herr Brandner, ich fahre zwar nur fort, aber ich bin mit Moderna geimpft. Ja. Das habe ich heute auch mitgenommen und auf solche Marken kann man auch stolz sein. Gell. Das war der heutige Abend, aber ich sage immer, nach dem Clubabend ist vor dem Clubabend. Ich hoffe, ich kriege die Präsentation noch einmal, weil Sie alle erwartet ein dichtes Programm noch in dieser Jahreshälfte. Genau, da ist er schon. Der Ausblick, also alle, die noch nicht beim Marketing Club sind, wir haben ein Mittel dagegen. Das ist eine Mitgliedschaft, die gegen harte Euro erworben werden kann. Und das würde uns natürlich freuen, neue Mitglieder immer wieder begrüßen zu können. Das ist jetzt einmal geplant, ist aber bei weitem noch nicht alles. Ja, und es gibt noch zweite Jahreshälfte. Der Leo Jindrak hat uns Anfang April eingeladen, einen Einblick zu geben ins Jindrak-Imperium. Und ich glaube, da dürfen wir auch selber ein bisschen zur Tat schreiten. Und ich weiß nicht, ob wir uns die eigene Linzer-Torte machen können, weil es nicht zu viel versprechen. Aber es ist sicher spannend. Mittelständisches Unternehmen, was die mit Marketing bewirken, ist unglaublich. Herr Brandner, ich glaube, eine wahnsinnig starke Marke. Österreichweit, möchte ich auch sagen. Dann Umdasch, ein treues Marketing-Club-Mitglied. Herr Kirchmeier hat uns eingeladen, hinter die Kulissen des Ladendesigns zu schauen. Und das wird stattfinden im Bella Flora in Leonding, also nicht allzu sehr weit weg. Das ist so praktisch ein Auswärtstermin. Jindrak auch, da gehen wir in die Produktion. Und so Covid-wild natürlich. Dann haben wir Industrie-Marketing-Gespräch. Werner, du hast uns ein ganz tolles Programm mit Max Eiselsberg zusammengestellt. Da wird es um Homeoffice gehen. Also es ist hier spannender, als es jetzt klingt. Also die Welt hat sich verändert. Homeoffice ja, Homeoffice nein. Und wir werden da, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz tollen Keynote-Speaker, einen Psychologen haben und ein hochkarätiges Podium. Also das mal 100, würde ich sagen, ja, in den Stahlwelten bei der Föst. Also ganz, ganz toll wird das werden Ende Mai. Und dann Verleihung Staatspreis. Die Besten der Besten werden gekürt Österreichs. Und ich bin mir sicher, dass auch Linzer Marketingunternehmen, Marketing-Spezialisten dabei sein werden, die prämiert werden im Belvedere in Wien. Und dann gehen wir mal in die Sommerpause. Dann geht es weiter im Herbst. Praxisdialog, das, was bei uns stattfindet, die Kolleginnen und Kollegen, Studierenden und natürlich der Marketing-Club ist auch eingeladen. Der Müsli-Bär kommt. Ich weiß nicht, wer den Müsli-Bär kennt. Ich kannte ihn bis vor kurzem nicht. Ich bin ein totaler Fan. Was man mit Marketing machen kann von so einem solchen, ich will jetzt nicht sagen, ich möchte das jetzt nicht runterzweifeln, ein einfaches Produkt ist absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Und den Florian Zagler hat Gotti vor kurzer Zeit kennenlernen. Das wird sicher lustig, informativ und spannend. Die Spar Oberösterreich kommt auch zu uns und wird über Employer Branding sprechen. Das ist am 11. Mai. Und eine habe ich noch im Talon, das kann ich noch nicht bestätigen. Also wird noch einen weiteren Praxisdialog in diesem Semester geben, zu denen Sie alle herzlich eingeladen sind. So, es bleibt mir nur mehr im Namen der Wirtschaftskammer Oberösterreich, im Namen des Marketingclubs, natürlich des Instituts, Ihnen allen zu danken, in dieser kleinen elitären Runde heute da gewesen zu sein. Es gibt noch was zum Essen, vor allem zum Trinken. Also alle, die jetzt kein Fastenversprechen abgelegt haben, bitte zulangen. Das ist der Vorteil, wenn nicht so viele gekommen sind, bleibt mehr für uns über. Bleiben Sie, solange Sie wollen. Ich werde sicher noch ein bisschen bleiben. Ich freue mich auf gute Gespräche, weitere Diskussionen. Danke dem Panel, danke unserer Technik-Crew, danke den Assistenten und danke für Ihr Kommen. Schönen Abend.